Hallo und herzlich willkommen zurück bei Guardian. Ich habe es, glaube ich, jetzt genannt, grausig gemeinsam durchgetricoat. Ja. Ja, durchgetricoat. Zuletzt hat Trico, der da gerade durch den Gang gestapft kommt, hier einen Steinwächter niedergemalmt. Er hat aber schwer bezahlt. Mit einem Speer im Popöchen. Ja. Ach, es ist so schön. Trico-Leinchen. Dass wir dann rausgezogen haben. Ist auch cool, dass man mal die Kamera still lässt in so einem Momenten, dass sie dann Trico einfängt. Ja. Ich glaube, Trico will wieder schmusen. Oh. Ja, wir haben dich auch vermisst, Trico-Lein. Ja. Bist du süß. Das ist neu, oder? Dass er dann auch so lacht. Ja, das hatten wir jetzt noch nicht. Ah, eine Bindung entsteht. Schön. Ja, wir haben ja beim letzten Mal festgestellt, dass wir dort oben dann wohl zur Szene aus der E3 kommen werden. Ja. Aber zuerst sind wir noch hier unten. Und müssen schleichen. Hier. Ich kann nichts anderes machen. Hä? Ja. Okay. Was war das denn jetzt? Weiß es nicht. So, aber hier scheint nirgendwo zu sein. Er fängt damit immer wieder an. Er sagt nicht, es gibt einen Schleichbutton und der ist eingeklemmt. Ne. Warum läuft er ständig auf der Stelle? Ich meine, hier können wir wieder durch, oder? Anscheinend. Ich hoffe, es hört gleich auf. Ich glaube, es war nur da draußen. Naja, es ist halt wie... Ne, er fängt damit immer wieder an. Es ist halt kein perfekt programmiertes Spiel. Oh, Techno. Huch! Oh, er ist einfach durch das Tor durchgedrückt. Na gut. Gut, Strike. Au, au. Dann nimm ich wenigstens mit. Pö. Jetzt bleibst du stehen, oder was? Sobald ich anfange zu klettern... Oh, da sind noch... Oh. Ah, der Speer war noch nicht im Checkpoint mit drin. Na, sowas. Okay, er hat also wieder einen... Ah, guck mal, es wird zensiert. Au. Ah! Der Schwanz zensiert das Po-Loch. Oh, oh, armes Trico. Streicheln. Alles gut, Kleiner. Ja. Hat wehgetan, ne? Ja. Jetzt wieder alles. Jetzt legt er sich gerade hin. Nee, schlafen nicht, aber einfach so hin. Oh Gott. Ich gucke, was hier ist. Da! Ah! Oh, komm, ist danach, nicht wahr? Fässer! Nee. Oh. Eingesperrte Fässer. Eingesperrte Fässer, los! Sind denn Schleichen das jetzt? Hier. Mach's putt. Na komm, Trico, mach's putt. Auftreten und dann kannst du es futtern. Aber er kann halt nicht ran, weil er Angst hat, weil er zu grobschlächtig ist. Wenn er es kaputt macht, dann... Dann, zerdrückt er die Fässer auf. Warte jetzt. Aber das ist jetzt die Kiste, die für unser Fortkommen wichtig ist, ne? Die werden wir gleich irgendwo hinschieben müssen. Ich hätte es gefallen, wenn er genau in dem Moment einfach die Kiste kaputt gemacht hätte, so... Warte mal, ist irgendwas, wo wir die Kiste runterschieben können oder sowas? Das ist noch eine Kiste. Okay. Wo sind hier so viele Kisten? So, mein Lieber, wo müssen wir denn überhaupt hin? Und ich hatte ja eigentlich gedacht... Warte mal, ist er wieder hier? So cool, wie er so ganz vorsichtig das immer macht, so. Nee, nee. Ha! Tsurikuno, ite kasato wizi, ikasato wizi. Nein, dass ich hier versuche, was zu fressen. Yeahu wizi, atiketan, inoi aronetu, agishio nizi. Yeti sogazi, inoiku, agiata o liari. Yetuninaf, autoriku, atiajiku, inotuku, o obastu netebazi, intrikuno, a wizi. Okay. Hat er ja eins und will den Jungen in die Tipp. Er hat's geschafft. Ah! Nein, Moment, halt. Stopp, Trico. Wir machen das, halt. Sag mal, Kreis mal werfen, ne? Futter. Nee, Kreis mal fallen lassen. Okay, komm, ja. Warte, Trico, warte, warte. Trico, machst du Fässer kaputt? Jawoll! Ich
Nein! Hurra! Ja, dann zurück, Trico! Und. Hä? Ja! Na gut, ich muss es halt so. Halt so. Mein Fass! Gib mir mein Fass! Gut, dass die Fässer anti-Trico-hart sind. Ja. Ich kann. Kamera! Ich. Okay, ich glaube, ich bin zu nah an ihm dran. Moment, Trico, wir schaffen das. Nicht mich stupsen! Liebes Trico-Leinchen. Das beißt er gleich zu. Ja. Ja. Dann haben wir wieder Visionen. Trico, jetzt bleib doch mal in Fangreichweite. Warte mal, frisst du mir das aus der Hand? Du hast es gerade voll ins Bein geschleudert. Ich will gleich mal gucken, ob er mir das aus der Hand frisst. Weil er sah gerade so aus. Ja, ist der. Ja, guck mal, da liegt doch nur eins. Na? Na komm. Ich glaub, oder? Ha! Nun, es war eine Art aus der Hand fressen. Ja. Aus der Hand Stups fressen. Komm, Trico, einmal probieren wir es noch. Ja. Toll. Aus, Trico. So, jetzt können wir uns wieder dem widmen, warum wir eigentlich eventuell hier sind. Müssen wir ganz nach oben. Aber lass ihn mal, gib mal Befehl, dass er irgendwie da zu den Kisten hingeht. Kann er die zerstampfen? Da sind noch mehr Fässer drin? Weil auch was so an den schnuppert? Soll ich einfach nur ihn rufen? Das ist R1? Ja, du sollst ja dann dabei nicht bewegen. Gibt es verschiedene Befehle dem Tier. Ach so, okay, in die Richtung, wo ich zeige, da schicke ich ihn hin. Quasi. Hast du gesehen, gerade habe ich nach rechts gegangen, ja. R1? Ich glaube, er hüpft gleich hoch. Und du sollst schnell auf ihn rauf. Nein! Warte! Aber er gibt uns gleich noch seinen Schwanz bestimmt. Ah! Sehr gut. Atan. Inoi Ari Kedinizi. Udu Ig Onizi. Otrikono. Aku Neta Nachi. Ich will auf die. Atimetisizi. Atisakastu. Auku Irnezi. Akaro Netu. Intrikono. Agodan. Apumachi. Yeirozi. Awizi. Aber was, wenn in diesen kleinen Kisten halt doch noch irgendwelche Fässer drin sind? Nee. Da. Ja, eins von beiden. Ich. Was denn? Ich komme nicht vom Fleck, weil egal in welche Richtung ich drücke, das Spiel sagt nö. Warte mal, das kann da vielleicht noch. Das ist halt ein Rundweg, also du kannst auch nach da einmal kurz springen und gucken, ob da noch was ist. Hui! Wenn da noch Fässer drin sind, dann entdeckt er die schon. Mach Trico-Line jetzt. Jetzt guckt's wieder, was wir machen. Na du? Oh. Das hat so schöne Äuglein. Oh, ist ja gut, Trico. Geh mal darüber, da kannst du nämlich die Treppe hochlaufen. Ja. Abgrund. Jump. Ein bisschen balancieren. La 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 la. Ein Gitter, okay. Und jetzt sage ich ihm, er soll da wieder lang gehen. Jo. Weil eigentlich ist er bis jetzt immer hinterhergekommen. Ja, aber hier kommt er nicht, das ist zu dünn. Ja, das ist schon klar, aber ich meine, jetzt wird er den Weg wieder zurückgeht. So. Ups. Übrigens, das wollte ich auch mal anmerken. Ein Hebel. Viele finden es ja doof, dass das Spiel sich so schwammig steuert. Und der Junge irgendwie so tapsig ist und so. Ich finde es voll gut, weil man spielt einen kleinen Jungen. Man spielt keinen Mensch, der seit 20 Jahren in dieser Welt lebt. Und total erfahren ist. Also gerade beim Klettern und so finde ich das total gut, dass die Animationen so hartlich sind und so. Klar, die Steuerung ist jetzt nicht die beste, das hätte man besser machen können. Wir haben das Gitter unten wieder aufgemacht.
Ist er denn vorhin? Das verstehe ich nicht so ganz, wie er vorhin uns hinterhergekommen ist. Ach so, das war so ein Schiebegitter. Ah. Aber... Er konnte mit seinem Kopf das durchstupsen von dieser Seite aus, aber von nicht von der anderen Seite. Guck doch. Oh. Guck mal, wir uns auffangen. Spring runter. Nein! Oh, okay. Das mit dem Auffangen. Oh, oh Gott. Oh nein, nicht das Bein schon wieder. Und Trico, wir haben das... Au. Das aber üben wir zu. Noch. Ich glaube, es war einfach nur, damit du die Fässer da drüben bekommst. Und dass wir halt das lernen mit diesen, dass okay. wir ihm Fehler geben können. Wahrscheinlich hätten wir gleich versucht, hier rüber zu springen, hätte Trico das nicht gemacht. Ah, okay. Warte mal. Ja, hier bin ich doch. Nein! Trico, warte, warte! Oh Gott. Das ist keine gute Position für einen Sprung über eine riesige Klippe. Oh. Und... Komm, komm, komm! Jawohl! Schön. Bravo, Strikoline. Ja. Hast du gut gemacht. Ja. Ich sah. Bravo, Strico. Den Kopf mal so hin und her versucht, um zu sehen. So, eine weitere Tür. Wo wir erstmal irgendwo außen durch müssen, um die Tür dann zu öffnen. Warte mal, war ganz doofer Versuch. Ja, ich wollte nämlich gerade versuchen, ob ich ihn darauf schicken kann. Ah, ne, er kratzt dann. Oder? Irgendwie kann das. Irgendwie kann das bewegen. Geht ja! Einrammen. Ja. So richtig. Ah, warte mal, ich werde mal. Ja, wir sind auch drauf. Was mache ich mit dieser Tür? Jetzt bewegen noch mal, weil dann hebt er den Kopf ein bisschen höher. So, ne? Das macht er bestimmt. Na, das reicht aber nicht. Okay. Au. Okay, also irgendwas anderes. Oh Gott, schon wieder ein Rätsel. Hier an den Dingern kann man auch langklettern. Anderswo auch noch. Die hier nutzen uns jetzt nicht so sonderlich viel. Ah, aber guck mal da. Da müssen wir Trico hoch. Und wieder hochklettern. Der Junge muss ja nach dem ganzen Abenteuer sowas von kräftig sein mit den ganzen Klettern, was er hier macht. Ja, der sieht ja schon eher nach etwas aus. Nach oben, Trico, nach oben. Ja, bitte. Stehst du uns nicht? Ja, ich habe jetzt gerade nicht verstanden, was wir von ihm wollen. Na? Ja, ist doch gut, Trico. Du musst dich einmal drehen. Genau, einmal wenden. Ich dachte, wir hier rüber, weil wir hingezeigt haben. Na, was? Ja, na. Nein! Fast. Ja, aber jetzt aber wenden, genau. So, einmal drehen. Trico, du bist eine Schlange. Ja, jetzt, du musst jetzt da dein Köpfchen durchstecken. Also hochhüpfen? Ah! Das geht auch. Ich will, Spiel! Lass mich doch bitte hüpfen! Oh Gott! Aber.
Nun. Obwohl, doch, guck mal da. Nee, ist auch nur so ein Stück Metall da. Leiter! Direkt vor dir. Tschüss. Bye, Trico. Mach das gut. War nett, dich kennengelernt zu haben. Geh nach Hause, Trico. Achso, es gab zwei Möglichkeiten. Entweder da direkt hin oder da an diese Mauer, wo wir reingesetzt wurden. Ja. Ist auch cool. Das war echt cool. Auch wenn es nicht immer toll, so super animiert ist, aber wie der sich da umguckt und sucht. Ja. Wo so ein Weg ist. Runterbalancieren. Wir helfen dir gleich, Trico. Glauben wir. Wenn wir nicht runterstützen. Also wenn wir runterstützen, ist nicht weiter schlimm. Wir brechen uns kurz das Bein und das wäre gut. Na, ich glaube, hier würde dann doch eher der Bildschirm schwarz werden. Was? Nein. So. Ich glaube, du musst da rein, oder? Wo rein? Hier hochklettern. Da. Ah. Oder? Ja, doch. Ja. So ein Lüftungsschacht. Ein antiker. Ein Aztekenlüftungsschacht. So. Nun. Das wäre jetzt wieder eine höhere Ruhm als nur das bei. Oh, was ist das denn? Das ist wieder eine böse Maschine. Ja, von der das hat, ist aus genau demselben Stein. Ja. Gedöns. Okay. Zwei. Es sind Wachtürme. Mal. Auf dem Balken zuerst. Fallen lassen. So. Mit X verfallen lassen, ne? Ja. Guck mal, da ist wieder so eine blaue Tür. Ja. Das heißt, hier sind wir Wächter. Bestimmt, wenn man von dem Licht. Da ist der Hebel. Genau. Du musst jetzt irgendwie runterkommen, ohne dass diese Wachtürme dich sehen. Ja. Also erstmal so. Sonst aktivieren wahrscheinlich die Lichter irgendwelche Wachen, die hier irgendwo rumstehen. Also erstmal so runterkommen, dass wir uns möglichst nicht das Bein brechen. Das wäre praktisch, ja. Ich drücke X. Nimm mein X! Oh. Aber da geht's nicht runter, da geht's nicht runter, da geht's nicht runter zum Balken. Ja, hier mach ich's. Du musst halt genau die Mitte treffen. Dummer Junge. Viel tiefer. Ach, warte mal. Guck mal auf der anderen Seite. Da hätte man noch eine Plattform, die weiter unten ist. Hier auch. Kann man da ein bisschen. Ach, guck mal nochmal nach rechts, nach oben. Guck mal da. Das ist nochmal eine Leiter. Ja. Da hätte man auch nochmal runter gehen, also hingehen können. Da ist oben auch nochmal Wachturm. Welcher Weg ist der richtige? Na, ich denke erstmal Trico hier reinlassen. Ja, immer mein Vorgehen, so. Und runter. So. Jetzt auf der geschützten Seite. Und runter. Und runter. Guck mal, es geht sogar noch eine Etage tiefer. Interessant. Ja, ich glaube, da könnte man sich jetzt hier unten da durchschleichen eventuell. Na, eigentlich, du musst jetzt auch nur den Sprung machen auf die Brücke. So. Und jetzt schnell durch. Noch warten, noch warten, noch warten, noch warten, noch warten, noch warten. Jetzt. Komm, 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 rein, komm, rein. Was macht Trico? Ist er durch? Ah, das sind sie, die Soldaten! Achso! Los, Trico! Vernichte sie! Bam! Richtig so! Jawoll! So machen wir die Viecher fertig! Ich glaube ja. Okay, ganz ruhig. Mit zum Nackenspiel, danke. Ja, Trico, hast du gut gemacht. Ich glaube, es gilt noch nicht als Nacken. Jetzt klettert er wieder in die andere. Cool. So, jetzt aber. Ganz ruhig, ganz ruhig. Trico, beruhig dich. Und wir haben einen Speer reingekommen?
jetzt. Okay. Ja. So. Haben wir das geschafft. Und dann ist da jetzt wieder ein Tor. Na, jetzt müssen wir wieder nach oben, halt, was wir schon gesehen haben, wo die Leiter auch ist. Und ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, ist da oben auch wieder eine dieser Wachtürmchen. Ja. Und dann müssen wir da wahrscheinlich wieder einen Hebel aktivieren, dann wird dieses Tor aufgehen, dann geht es weiter durch. Ja. Ja, das geht doch ganz gut voran hier mit unserem Trico. Ja. Und ja, dann werden wir durch das nächste Mal durchs nächste Tor schreiten und uns Stück für Stück unserem jetzt offenbar gemeinsamen Ziel nähern. Ja. Nachdem der Junge am Anfang des Spiels noch gesagt hat, ja, ich gehe dann, du gehst auch. Läuft. Und jetzt sind wir Best Friends. Ja. So sieht's aus. Trico ist unser neuer bester Freund, ohne den wir wahrscheinlich ja total sterben und aufgeschmissen werden. Aber ja. Hey, Best Friends, forever. Ja. Und mit den zwei besten Freunden der Welt geht es dann beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, euer Gautun. Euer Ramen. Ciao. Ciao.